Bing. Neotier. Ja, servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Die Loser haben zugeschlagen und haben den Schwierigkeitsgrad geändert. Ja. Wir spielen jetzt auf flauschig. Auf ultra hart. Ultra flauschig. Also ich habe die Entwickler angeschrieben, die haben extra einen neuen Schwierigkeitsgrad für uns dazugefügt. Ultra flauschig. Ja, wird jetzt ja mittel zu schlecht. Ja, das ist schon übel. Wenn man selbst für mittel zu kacke ist. Nein, man muss das ja auch mal jetzt mal ganz, ganz fair und offen mal sagen. Also, wir haben es auf Mittel probiert, definitiv. Und ja, ihr wart ja dabei. Also, es ist ja jetzt nicht so, als wenn wir euch da anlügen würden, sondern wir haben es wirklich versucht und es ist echt übel. Es ist Schmutz. Es ist einfach Schmutz. Und ich finde es halt wirklich merkwürdig, dass man den Schwierigkeitsgrad während, also jetzt nicht unbedingt während des, wenn du spielst, aber wenn du dann die Session startest oder sowas, dass du da nicht den Schwierigkeitsgrad wieder ändern kannst. Genau, das ist echt. Der ist fix, der bleibt da, wo er ist. Also, liebe Spieleentwickler, vielleicht einmal bitte ändern. Vielleicht mal die Option bringen, dass man den Schwierigkeitsgrad auch während des Spielens ändern könnte. Das wäre geil. Hier liegt noch ein Frühstücks-Müsli-Riegel. Ein Frühstücks-Müsli-Riegel. Oh, nice. So, jetzt müssen wir mal gucken. Letztes Mal haben wir ja so einen Kackmist hier gebaut mit dem Analysieren, ne? Da ja. Haben wir uns ja vollkommen verhauen. Darf es anfangen? Vielleicht sollten wir mal kurz eben warten, bis das Tutorial sagt, was wir machen sollen. Also, ich hatte gehofft, dass er das sagt. Ich weiß so, es so nicht. So wie letzte Mal, stelle das und das her oder so. Ja. Ich glaube aber nicht, dass er das sagt. Ist aber doof. Also irgendwie nicht, ne? Oh, Wasser. Habe ich besorgt für dich. Oh, danke. Du brauchst auch noch Wasser. Ja, ich finde schon welches. Weil wir sind jetzt bei Flauschig, hier ist alles easy. Ja. Du brauchst hier keinen Stress machen. Okay. Ehrlich nicht. Das ist echt angenehm. Okay. Wir laufen mal kurz zu der Maschine hier. Die ist ja mysteriös, habe ich gelernt. Ja, die ist mysteriös. Und dann... Fliege tot. Fliege tot. Sagt uns... Wow, look at the size of that egg. Vielleicht sagt uns das Spiel dann, bitte bau jetzt irgendwas. Drücke er den Target-Schalter. Hat er. Ui. Boah, alles blau hier. Alles leuchtet. Ui. Ja. Lasertech hat er gesagt, da waren wir auch schon. Stimmt. Nur der eine ging er nicht, weil er so Viecher dran war. Und bei ja, da mussten wir doch in die Höhle da rein. Genau, bei dem anderen mussten wir das Gras weghacken. Das geht aber nur, wenn wir Sachen... Er will gar nicht und sagt gar nicht, man muss da was bauen. Nee, der sagt nichts. Nee, deswegen ja. Dann gehen wir da jetzt mal hin und analysieren. Anal, haha. Schon wieder der alte Witz. Ja. Ich mach die Laus kaputt. Mach das, ich analysiere da mal etwas. Dann mache er mal einen Stein. Ja, ich habe jetzt, Stein habe ich, ja. Sehe ich. Lol. Er kann Stein von Saft nicht unterscheiden. Da, analysiere Pflanzenfasern und... Ich habe jetzt Stein. Da, Kieselspeer und Kieselaxt. So, und Pflanzenfasern wolltest du haben? Ja, steht da oben im Tutorial. Wo steht das denn? Ach, analysiere Pflanzenfasern. Okay. Du musst auch mal auf den Bildschirm achten. Hä? Ah, was ist denn da wieder los, ey? Ich habe die Monitore aus. Strom sparen, hallo. Ach so, du spielst quasi im Blindflug. Ja. Nicht schlecht. Ja, nur Akustik. Krass. Grobes Seil. Ja, genau. Stelle eine Kieselaxt her. Ich habe eine Arbeitskollegin, die ist Physiotherapeutin. Das ist schön. Sie sei hiermit gegrüßt. Sie sagt immer, da wo dunkel ist, ist Fühlen keine Schande. Da wo dunkel ist, ist was? Ist Fühlen keine Schande. Ja, sehe ich auch so. Ich kann den Stein nicht weglegen. Was ist das für ein Schein?
Tu den doch ins Inventar, dankeschön. So. Hast du mir auch eine gebaut oder muss ich mir die selber bauen? Natürlich habe ich die eine gebaut. Also baue ich mir selber eine. Nein, hier. Dankeschön. Wie vorwurfsvoll. Das war überhaupt nicht vorwurfsvoll, war liebevoll gefregt. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem. Das Wasser. Wasser! Ich hab Durst. Zack. That tastes really good. Ja. Zack, und schon ist es wieder voll. Das ist ja alles besser. Der ist halt auch flauschig, ne? Ja. Das ist super, ist das. Das ist super. Super. Ich weiß gar nicht, warum dieses Spiel andere Schwierigkeitsstufen hat. Ja, das freut mich auch. Das. Man will gar nichts anderes. Nee, nur flauschig. Genau. Immer schön flauschig bleiben. Genau. So, jetzt machen wir mal kurz den einen Halm da wieder weg, ne? Welchen? Ja, der hier im Weg steht. Ich glaube, der. Der da, ja. Zack! Oh mein Gott, es hat funktioniert. Und dann gehen wir in die andere Höhle. Finde heraus, was einen der Laser schwächt. Kein Akku mehr? Irgendwie sowas. Ameise, geh weg. Ich glaube, wir gehen da mal hin. Wir gehen mal gucken. Okay. Gucken. Gucken. Ach ja, da war ja schon mal was. Guck machen. Was denn? Ein grobes Seil, trockenes Gras. Was? Ja, letztes Mal sind wir da ohne Fackel reingelaufen und haben wieder nichts gesehen. Ja, wir brauchen Fackelchen. Das würde ich dann mal eben kurz hier machen. Finde etwas Essbares und iss es. Okay. Sonst noch Wünsche? Jetzt beschwerst du dich, weißt du? Erst wolltest du auf flauschig spielen, jetzt beschwerst du dich darüber, dass das Spiel was von dir verlangt. Dir ist auch nichts recht. Nichts recht ist dir. Gar nicht. Ja. Ich bin da sehr, sehr komplizierter Mensch drin, ich weiß. Ja. Ja. Habe ich dir vorhin was zu essen gebracht, war auch nicht in Ordnung. Aber es schmeckt sehr gut. Ja, wenigstens etwas. Es schmackert sehr gut. Es mundet mir. Genau. So könnte man das ausdrücken. Kann ich jetzt schon eine? Nein. Ich brauche zwei Sprössling, also 4 Sprössling und 2 Seil. Seil kriege ich aber locker hin. Warte, ich mache eben. Ich kann Fäckchen bauen. Ist super. Oh, einmal. Ich brauche nochmal grobes Seil. Ja, habe ich. Kann ich dir hinschmeißen? Ja, mach mal, please. Wo bist denn du? Da unten. Hä? Zack. Zack. Ja, reicht. Danke. Ich habe das Gefühl, irgendwie haben die was hier gemacht. Das Spiel fühlt sich ein bisschen buggy an. Momentan irgendwie. Ich weiß nicht. Bitteschön. Danke. Aber ich muss auch noch einen Kieselspeer bauen. Stelle eine Kieselaxt her. Die habe ich doch. Ja. Meinst du, das reicht? Okay. Dann gehen wir mit der Kieselaxt und der Fackel in die Höhle. Wo war die überhaupt nochmal? Ach, hier. Aber warum zeigt ihr mir an, dass ich noch eine Kieselaxt bauen muss? Muss ich die jetzt selber bauen oder was? Weiß ich nicht. Das sieht ja so aus. Das wäre aber doof. Oh, ja, das. Hier ist Wasser. Ich brauche nicht, danke, ich bin voll. Ich auch. Wie toll das auch flauschig ist, ne? Mein Gott. Das ist einfach spitze.
Mach sie kaputt. Habe ich. Super. Immer drauf auf dem Mistviecher. Wenn man sie treffen würde. Mistdinger. Ich find's cooler, wenn die Viecher sich so ähnlich anhören würden wie die Murlocs von WoW. Genau. So, und wenn wir jetzt einen Hammer hätten, könnten wir jetzt hier durch. Nein, hat natürlich keiner. If I had a hammer. Hammer. Hä? Ist schon Vieh. Ja, ich auch. Viech, wo bist du? Hä? Stimmt oben. Und ein Rüssler. Ein Rüssler. Toter Rüssler. Der zeigt uns sogar an, wo Pilze sind hier. Voll super. Ach ja, war ja Tutorial hier, ne? Ja. Pilze schnabulieren. I'm not picky. Dann machen wir das mal. I've had worse, I guess. Stelle einen Faserverband her. Finde etwas Essbares, untersuche die mysteriöse Faserverband. Ich guck jetzt mal wegen dieser blöden Kieselaxt. Das geht mir ein bisschen auf den Zwirn. Zwirn. Also ich habe einen hergestellt. Ich kann leider keinen herstellen, mir fehlen die Sachen dafür. Sollte ich dir das mal eben hier so... Kannst du gerne machen. Also ich muss es anscheinend selbst herstellen. Ja. Zack. Zack. Müsste hinhauen, glaube ich. Yes. Dankeschön. Bitteschön. So bin ich. Ja. Vielleicht können wir wieder Sachen... Oh, ich muss mal die Fackel ausmachen. Das ist ja voll die Verschwendung hier, wenn die ganze Zeit brennt. Ich wollte nichts sagen. Das habe ich mir... Das ist ja wieder schlecht für die Umwelt, sowas. Ja. Weil wegen hier so Stickoxide und so. Ja, eben. Und Feinstaubbelastung und all so ein Scheiß. Genau. Bam. Zack, Level 1. Weil dann tue ich nämlich hier mal eben mal die Klamotten hier mal durch hier. Zack. So. Mach das. Geht's. Mach du die Super. Klamotten mal durch. Auf. Wo wird's denn? Zur Maschine. Maschine! Wir haben doch keine Zeit. Los. Der Gerät. Boah. Auf dem Kleeblatt des Todes weggeglitscht. Ich hab eine Ameise gehauen. Du hast sie sogar kaputt gemacht. Ja, geil, ne? Boah. Was? Drück mal da drauf. Hui. Gleich explodiert wieder was. Oh nein, Nissan wieder! Oh oh. Scheiße. Hat ja nicht so gut funktioniert. Da haben wir Kacke gebaut. Ein bisschen. Upala. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zu dem Platz hin, um unser Häuschen zu bauen, wa? Ja, wenn es sein muss. Ja, nicht? Ja, klar, natürlich. Ja, klar! Wo ist der Baum? Da, geradeaus. Super. Natürlich, sicher, Digga. Oh, das Lied kenne ich auch noch. Ja. Das ist aber auch schon längst vergessene Zeiten, du. Oh ja. Als die Vögel einmal noch Gamaschen trugen. Ja, genau. Frau Marienkäfer. Guten Tag. Noch hast du ein bisschen Schonfrist, aber der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen, an dem du sterben wirst. Ich wollte es nur schon mal ein bisschen ankündigen. Anteasern? Genau. Häng fest, jetzt nicht mehr. Ich habe einen Hänger. I got a hanger.
A Hanger in the Morning. Ach ja. Was ist denn Marienkäfer? Was ist denn hier los, ey? Hui! Marienkäfer über Marienkäfer. Ja. Crazy. Ja, gleich sind wir wieder da. Yay! Wah. Ja, einfach bübsch nochmal. Ach, da bist du. Dachchen. Super. Da bin ich wieder. Oh, jetzt bin ich fast runterfallt. Oh nein. Aber nur fast. So, hier wieder rüber. Hüpf. Hier unten sind wieder die Wolfies. Hüpf. Hüpf. Oh, da sind die Schmutzbären. Unsere besten Freunde. Ja, voll. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Es ist Gold, ich will's haben. Es glänzt, ich nehm's mit. Genau. Also das Viech müssen wir hauen, ne? Hauen? Ach ja, hier war ja so ein Vieh, genau. Ja. Das wird easy jetzt. Jetzt sind wir hier bei Flauschig, das wird hier eiskalt weggeknüppelt. Der kann uns hier mal gar nichts. Ich bin gespannt. Heute darfst du das Rätsel hier mal lösen. Welches Rätsel? Ja, komm mal her hier, damit die Knöpfe, die müssen alle grün werden. So? Lol, bist du gut. Und dann... Oh! Ich hab Angst. Lass mich in Ruhe, tu mir nix. Wow, das war schwer. Reihard-mäßig weggedroschen. Ja. Boah, wir sind so gut. Wir haben euch verarscht. Wir spielen nicht auf Flauschig, wir spielen auf Expert. Expertenlevel 300. Let's get you back in action. Ein Chip. Burgle. Der hat dir nichts getan. Ich wollte mal gucken, ob der stabil ist. Also. Hallo? Ah, jetzt brauche ich wieder einen Moment, oder was? Ach ja, so immer. Ja. Guck mal, ob ich was analysieren kann. Science. Fionze. Ah, es geht weiter. Er ist wieder wach geworden. Yay. So, können wir jetzt endlich? Da wird schon mit dem gequatscht. Ja, ich spreche noch mal kurz mit dem. Und baue ein offenes Zelt. Le Poncho, Laus, und das schaffen wir sowieso gar nicht. So. Okay. Ich kann auch mit diesem Chip da irgendwas machen, ne? Ja, kannst du abgeben. Zack. Gib mir zurück. Töte Blattlaus. Bist du eine Blattlaus? Eine kleine. Boop. Hm.
Ich glaube, so nach und nach zeigt er mir erst an, die Sachen, die du alle analysiert hast. Das kann ja sein. Also ich habe 3 Stück da. Anal-Dingensbums hier. Anal-sondiert, analysiert. Hervorragend. Ist das schön. Es läuft immer auf das eine raus. Ja, sicher. So, ja. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Oh nein. Die Folge ist rum. Oh, schon. Ja. Das war aber flott. Ja. Würde ich sagen, ja, machen wir mal Tschüss, ne? Ja, voll, ja. Dann, ja, bis demnächst mal, ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.